Katar hat etwa 2,7 Millionen Einwohner, davon sind nur 300.000 Einheimische. Alle anderen sind Ausländer, hauptsächlich Gastarbeiter aus Asien und aus dem Nahen Osten. Wenn man hier auf den Straßen unterwegs ist, sieht man zu mehr als der Hälfte diese Bauarbeiter, die eben die Straßen und die Stadien für die Weltmeisterschaft 2022 bauen. Schon beim ersten Stadion begannen die Einschüchterungsversuche. Ein einheimischer Aufseher hat mich sehr unhöflich und sehr unentspannt gefragt, wieso ich hier Fotos und Videos mache, und hat mir mit Polizei und mit Verhör gedroht. Ich habe mich aus dem Ganzen herausreden können, bin freundlich geblieben, es ist dann soweit gut gegangen. Das Problem war, dass das erste Stadion noch nicht hundertprozentig fertiggestellt war und einige der Gastarbeiter gut sichtbar waren, wie man auch auf den Videos sehen kann. Und das hat ihnen nicht besonders gefallen. Und deswegen habe ich ab dem zweiten Stadion verdeckt gefilmt. Es liegt ein totales Gefühl der Angst in der Luft. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man überwacht wird. Und es ist keine gute Stimmung hier. Es ist eine Seifenblase, die hergestellt wird von Hunderttausenden Gastarbeitern, denen man ihr Unglück richtig ansehen kann. Permanent, und man sieht sie auch überall. Alleine seit Ende letzten Jahres sind laut dem Deutschen Spiegel mindestens 15.000 Niedriglohnmigranten in Katar ums Leben gekommen. Sie verstarben an brutalen Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfällen, Herzinfarkten, Mangelversorgung. Das international scharf kritisierte Kafala-System, das in Katar zum Alltag gehört, erlaubt es Privatpersonen, de facto Arbeitssklaven zu halten. Reicher werden damit nur die, die ohnehin schon reich sind, und die FIFA. In Katar werden Menschenrechte mit Füßen getreten, es gibt keinerlei Presse- oder politische Freiheit, Homosexuelle werden verfolgt. Deshalb haben wir von Abseits.at uns dafür entschieden, nicht von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu berichten, in keiner Weise. Und wir legen allen unabhängigen und freien Medien ans Herz, es uns gleich zu tun.